Und jetzt erzählen Sie doch einfach mal bitte, wie ist das gewesen mit Eugen Grosche an dem Tag, als Sie... Das war der 23.12. und Gregorius hatte mir geschrieben, wir hatten auch zusammen telefoniert und er hat gesagt, er möchte mich gerne in Berlin sehen. Und da habe ich, da ich vor Weihnachten Urlaub hatte bei Sandoz, konnte ich also weg und habe dann, obwohl das noch gar nicht Sandoz war, das war damals noch Löhns Pharma, ist aber egal, auf jeden Fall bin ich mit dem Flugzeug bis Berlin-Tempelhof geflogen. In der DDR wurde ich ja noch gesucht, als Republikflüchtiger, zum zweiten Mal rückfällig. Fuhr also bis Tempelhof, stieg in die S-Bahn, fuhr bis zum Bahnhof Grunewald, kaufte Blumen für Frau Grosche. So, und machte mich auf den Weg, 5 Minuten etwa zur Winklerstraße 9 und wurde von Gregorius sehr freundlich an der Haustür per Handschlag begrüßt. Ich weiß nicht, ob er damals schon per Du war, auf jeden Fall, ich glaube ja, denn nach dem Putsch hat er mir, glaube ich, sogar das Du angeboten, damals 1963 oder 62. Nun ja. Ich habe also erstmal Frau Grosch ihre Blumen gegeben und Gregorius hat mich hineingebeten in sein Arbeitszimmer. Ja, und dann haben wir uns unterhalten über alles Mögliche. Ja, und dann war es eben sein großes Problem. Wer folgt mir nach? Und ich möchte, dass du, Emanuel, diese Nachfolge antrittst. Aber da habe ich noch gesagt, aber lieber Großmeister, lieber Gregorius, das ist noch lange hin. Meine Güte, jetzt werden wir, dass Sie jetzt schon daran denken. Na gut. Und dann hat er gesagt, irgendwann im Laufe des Gespräches, hier knie dich hin. Und das habe ich gemacht und er hat mir dann die Hände aufgelegt. Und hiermit weihe ich dich zu meinem Nachfolger, Großmeister Emanuel. So. Nun haben wir uns dann auch weiter unterhalten. Weiter war eigentlich nichts. Frau Grosche hat uns zum Kaffee eingeladen. Wir haben ein bisschen Kaffee getrunken, ein bisschen Kuchen gegessen. Ja, haben uns nett unterhalten und sind wieder ins Arbeitszimmer zu Gregorius zurückgegangen. Und hatten Sie da spezielle Gefühle in dem Moment, als Eugen Grosche Sie zum Großmeister... Ja. Ja, die Gefühle kann man eigentlich jetzt kaum noch beschreiben. Es war sehr feierlich. Eine Schwingung im Raum, fast so wie jetzt hier zwischen uns. So ein eigenartiges Schweben, Wirken, unbegreiflich. Ja, und das hat noch lange Echo gehabt? Hat das lange in Ihnen nachgehallt? Oder oh ja. Ist dann das... Nein, es klingt noch nach langer Zeit. Ja. Und als ich dann nachher mich verabschieden musste, so gegen 7 Uhr abends, weil mein Flugzeug ja zurückging von Berlin-Tempelhof nach Frankfurt, war keine Giovanni mehr zu sehen vor der Haustür. Gregorius hat mich zur Tür gebracht, hat mich umarmt. Ja. Etwas, was ganz, ganz selten war, was er früher nie gemacht hat. Wir kannten uns nur per Anschlag. Ja. Auch bei meiner Meisterfeier war es ja nur Anschlag. Ja. Nur beim 18. Grad war es ein bisschen verhindert. Wie war das denn mit dem 18 Grad? Er hat mir das Schwert einmal auf die Schulter gelegt und dann auf den Kopf. Und was war das für ein Schwert? Das war das Logenschwert, das ganz normale. Ja. Stand ein Spruch drauf, aber ich weiß nicht mehr was. Haben Sie miterlebt, dass Eugen Grosche andere Leute in den 18. Grad erhob? Na, damals war ich ganz alleine. Ja. Und Sie wussten nicht, dass Walter Englert auch den 18. Grad... Walter Englert konnte ihn gar nicht haben, er war 1962 erst eingetreten. Ja. Ich bin 1955 eingetreten, bin nach 6 Jahren, nach meinen Arbeiten, 1961 Meister geworden und bin praktisch erstaunlich früh, denn nach 8 Jahren konnte ich den 18. Grad erwerben. Ja. Habe ich noch gemacht. Ja. Und wie erklären Sie sich dann, dass Walter Englert...
oder seine Anhänger behaupten, er hätte den 18. Grad erhalten. Glauben Sie, dass das ein Schwindel ist? Nein. Ich weiß nun mittlerweile von meinem Korrespondenten in Zürich, dass Gregorius gerade auch verkauft hat. Ja. Als Sie den 18. Grad erhalten haben, hatten Sie dann auch irgendwie ein spezielles Gefühl? Nein. Das war einfach ein... Es war einfach da. Ja, und das haben Sie auch später nie irgendwie als etwas Spezielles empfunden? Das war nichts Besonderes für Sie? Doch, oder? Es war der Rittergrad. Es war schon etwas... Ich war ja zum Ritter der Fraternitas Saturni mit diesen drei Schwertschlägen auf die linke, die rechte Schulter und den Scheitelpunkt des Kopfes zum Ritter. Und ich habe seitdem vielen den Rittergrad gegeben. Wir sind unter uns. Nein, ihr seid unter euch. Wir sind unter uns. Nein, ihr seid unter euch. Wir sind unter uns. Nein, ihr seid unter euch.